speziell für euch machen.
Ja, so liebe Gäste, jetzt muss ich natürlich erstmal die Sprache wiederfinden nach dieser Überraschung. Also das ist eigentlich das erste Mal, dass ich wirklich nicht wusste, was hier im Verein passiert. Also die Überraschung ist wirklich euch gelungen. Also nochmal herzlichen Dank dafür. Ich bin natürlich unheimlich stolz darauf. Dankeschön. So, wir möchten aber jetzt mit unserem Programm fortfahren. Es ist nun schon Tradition geworden, dass wir im zweiten Teil unserer Jahresabschlussfeier etwas aus unserem Programm darbieten. Heute wollen wir uns dabei nicht nur auf Neuigkeiten beschränken, sondern auch altbekanntes darbieten. Vor allen Dingen deshalb, weil die Neustädter uns hier noch nicht sehen und gehört haben. Also zwei Titel aus unserem Programm wurden nun schon gespielt. Das war Young Amadeus, ein Titel, den Mozart geschrieben hat, kurz vor seinem Tod, eine der wenigen Stücke für Blasinstrumente, die er gespielt, die er komponiert hat, für einen befreundeten Klarinettisten. Und ein holländischer Komponist hat das also modern bearbeitet. Mozart war ja zu seiner Zeit eigentlich ein Popmusiker, sehr fortschrittlich in seinen Ideen. Und wenn er also heute gelebt hätte, hätte sich das dann sicherlich auch so ähnlich angehört. Der zweite Titel war Military Escort, ein amerikanischer Marsch. Und mit dem sind nun unser Schlagzeugchor und unsere Tanzmajorettenkarte einmarschiert. Ich möchte natürlich um Entschuldigung bitten, es ist natürlich sehr eng hier drin. Und viele Sachen müssen natürlich jetzt wieder improvisiert werden und klappen natürlich nicht so, wie das im Freien möglich ist. Also ich bitte da um Verständnis. Wir wollen also jetzt erstmal aus unserem Programm zeigen. Wir beginnen mit einem Fanfarenmarsch von Franz Mier, an dem also unsere Fanfaren hier, vielleicht auch für alle die, die uns noch nicht kennen, was das Besondere unseres Orchesters ausmacht, ist die Kombination von merkwürdigen Blasorchester ohne Holzinstrumente mit den Naturfanfaren. Ja? Dazu eben das Schlagzeugchor und die Tanz- und Majorettenkarte. Zur Majorettenkarte sage ich nachher nochmal. Vielleicht wollen wir das noch nicht sagen, ein bisschen, ja, nachher. Jetzt für diesen Titel, ja. Fanfarenmarsch. So, dann kommen wir also noch zu anderen Titeln. Also es geht weiter mit einem Fanfarenmarsch von Herrn Frier unter der Leitung unserer Stammhörerin Thorsten Westphal. Thank you.
beginnen mit dem nächsten Titel und dann kann ich gleich ein Ergebnis verkünden. Und zwar beim Hitparade auf dem zweiten Platz landete nämlich der Titel, den wir uns jetzt, den wir jetzt gern zeigen möchten. Das ist der Titel, der von der Tanzgruppe zurzeit am besten beherrscht wird. Ein Wort muss ich noch zur Tanzgruppe sagen. Die Mädels geben sich also wirklich viel Mühe, aber wir haben ganz einfach Pech mit unseren Tanzpädagogen, nachdem eine Lehrerin im vorigen Jahr begonnen hat, die Tanzgruppe aufzubauen. Im Prinzip haben sie ein halbes Jahr intensiv geübt. Mussten sie aus beruflichen Dingen dann aufhören, weil sie es mit dem Unterricht nicht mehr schaffte. Sie mussten mehr Stunden gehen. Das heißt, wir standen ohne Ausbilder da. Wir haben dann über das Thüringer Folklore-Ensemble eine Tanzpädagogin bekommen. Der hat leider auch nur zweimal die Probe durchgeführt und im Moment ist es also so, dass die Mädels leider wieder losgehen. Uns würde es also furchtbar leid tun, wenn das nicht fortgeführt werden könnte, denn wir denken alle, dass die nötigen Kraftpumper und die Bewegung der gesamten Schulter recht gut tun. Wenn also jemand von den Eltern, von den Freunden, sobald ich irgendwo jemand kennt, der von Tanzen etwas Ahnung hat, ich sage mal etwas, ich muss ja kein Profi sein, die sich vielleicht bei Faschingsvereinen engagieren, die dort die Punktkarten ausbilden. Ja, da also ein Stehen hat, da kann uns ruhig mal ansprechen und vielleicht geht es dann weiter. Nichtsdestotrotz wollen uns also die Mädchen einen Titel vorführen. Gleichzeitig der zweite Platz unserer Hitparade, ein Medley lateinamerikanischer Musik, besteht aus einer Schlagzeugshow, einem Kalimambo und Guantanamera. Die Mädels haben natürlich hier auch keinen Platz. Wenn wir das etwas später gemacht hätten, hätten sie vielleicht auf den Tisch getanzt. Aber ansonsten, wie gesagt, es geht hier sehr eng zu. Ich bitte also auch hier kleine Umständlichkeiten zu entschuldigen. Also es geht weiter mit den Titeln Kalimambo, Guantanamera und der Schlagzeugshow. Thank you.
und das war jetzt natürlich etwas lauter hier wie die Weihnachtslieder. Und das macht mir auch die Überleitung leicht. Es ist auch schon zu einer Tradition geworden, dass wir Neues vorstellen zu den jeweiligen Jahresabschlussfeiern. Auch heute möchten wir das tun und drei Titel vorstellen, die wir in unserer Zeit proben für das nächste Jahr. Ich bitte auch hier vielleicht den einen oder anderen Fehler noch zu übersehen. Es geht es einfach darum, dass wir nachher auch Ihre Meinung dazu hören. Wir sind ja viele Fachleute da, ob man sowas machen kann. Also das ist voll aus unserer Bodentätigkeit und da gibt es sicherlich noch einige Sachen zu teilen. Wir möchten es aber trotzdem heute vorstellen. Als erstes beginnen wir mit etwas, was wir schon lange vorhaben, und zwar einem Titel aus der Popmusik. Wir haben uns bisher davor immer etwas gedrückt, weil es einige Schwierigkeiten dabei gibt. Einmal ist es die Kurzlebigkeit solcher Titel. Ja, und dann der Popmusik hört man sich ein halbes Jahr an, dann vergeht diese Titel meistens wieder. Zum anderen braucht unser Orchester früher noch sehr lange, um einen Titel einzustudieren. Und das Problem wäre also gewesen, bis wir den richtig gekonnt hätten, wäre der auch nicht mal weitergegeben. Und das Dritte ist natürlich, dass auch nicht jeder Titel mit so einer Blasmusikbesetzung geht. Wir haben es mal versucht mit einem Titel, der dieses Jahr also ein absoluter Vorbild war, den sicherlich alle kennen. Ich habe versucht, den hier unten im Orchester zu bearbeiten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei einem Versuch von John Bon Jovi, Band of Thrones. Thank you.
Das war also Band of Roses. Vielleicht noch ein Wort dazu. Das ist ein Titel, wo die Trompeten voll gefordert werden, weil es da sehr hoch geht. Und jeder, der halt ein Blasinstrument spielt, der weiß, dass die hohen Töne besonders schwer sind. Und einer unserer Trompeter, es ist heute ein ganz langer Samstag, wir sind also auch heute wieder nicht so ganz vollzählig. Aber ich glaube, für das erste Mal war das heute gar nicht so schlecht. So, jetzt geht es weiter. Mit einem neuen Titel, der eigentlich schon uralt ist. Wir haben auch heute die Freude, einige ältere Mitglieder begrüßen zu können. Das heißt, ältere Mitglieder, die früher einmal in unserem Fanfarenzug waren. Thank you.
Ich muss mich auch nicht vor euch verabschieden. Das heißt, vielleicht darf man noch die eine oder andere einladen. Anschließend geht es dann zum gemütlichen Beisammensein über. Die Orchesterdisco, Veranstaltungen, etwas und ansonsten Getränke, Imbiss, es ist alles reichlich vorhanden. Da wünschen wir uns allgemein noch einen schönen Abend.